Hallo Leute, mein Name ist Ulf und heute werden wir der Frage nachgehen, für wen sich die Panasonic S1 Modelle lohnen können und was dem System noch fehlt, um ein echter Verkaufsschlager zu werden. Dazu schauen wir uns erstmal die bisher drei erschienenen Modelle an. Wir starten mit der S1, der Allrounder mit 24 Megapixel Vollformatsensor, gefolgt von der S1R, dem Megapixel Monster mit 47 Megapixeln und gerichtet für die professionellen Videografen die S1H, ebenso mit einem 24 Megapixel Vollformatsensor. Wenn man bei den Panasonic S-Kameras über eine kompakte Kamera nachdenkt, liegt man nicht ganz richtig. Wie man hier sieht, hat man wirklich eine sehr gute, robuste Kamera in der Hand. Wenn man jetzt sagt, man möchte gerne eine kompakte Kameratasche mit ein, zwei Optiken für die Reise, für den Urlaub, wäre vielleicht eher das Micro Four Thirds System von Panasonic geeignet. Die Kameras der S1-Serie sind zwar groß, aber genau darin liegt die Stärke gegenüber anderen Systemen. Denn zum einen kann man in einem großen Gehäuse, wie man es hier sieht, die Leistung effizienter nutzen, wie zum Beispiel der Bildsensor. Und andere Komponenten kann ich so schnell überhitzen, weil die Wärme einfach besser abgeleitet werden kann. Das entspricht dann ganz dem Motto von Panasonic für dieses System: Vollformat ohne Kompromisse. Wobei, wenn man die Größe sieht, mag das System vielleicht für manchen Fotografen doch ein Kompromiss sein. Deshalb könnte man vielleicht besser davon sprechen, von Vollformat ohne Leistungskompromisse. Gerade wenn man die Kamera in Verbindung mit einem größeren Objektiv sieht, wie hier zum Beispiel das 50 mm 1,4, merkt man gleich, wenn man es adaptiert hat, dass man eine sehr schöne Ausbalancierung hat, dass der Tragekomfort sehr, sehr gut ist. Und wie wir alle wissen, kann ein Vollformat-Objektiv jetzt nicht unbedingt super leicht und klein sein, da sehr viele Glaslinsen verbaut werden müssen, um die optimale Bildqualität garantieren zu können. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass andere Kamerahersteller zum Teil deutlich kleinere Gehäuse bauen können, wobei die Objektivgröße nahezu gleich bleibt und dann ist, wie gesagt, der Vorteil des kleinen Gehäuses zum Teil wieder zunichte gemacht. Wenn man sich das Sony-System anschaut, ist es mit ein paar Jahren Vorsprung natürlich ein wenig breiter aufgebaut, gerade was Fremdhersteller-Optiken angeht und Adapteroptionen. Und man kann sich für zum Beispiel eine Sony Alpha 7 schon für relativ günstiges Geld eine kleine Festbrennweite kaufen und kann damit schon wirklich beeindruckende Ergebnisse vorweisen. Canon und Nikon liefern zu ihrem zugegebenermaßen auch recht jungen System eigene Adapter mit denen sich dann natürlich alle Spiegelreflexobjektive adaptieren können. Sieht man auch bei uns in den Geschäften, dass das sehr gerne wahrgenommen wird, weil man kann natürlich auch auf dem Gebrauchtmarkt für recht wenig Geld wirklich sehr hochwertige und lichtstarke Objektive kaufen, mit denen sich dann wirklich durch die Adapter hervorragende Ergebnisse erzielen lassen. Das Objektivangebot für das L-Bayonet wird sich in den nächsten Monaten wie auch Jahren natürlich deutlich erweitern. Alle drei Hersteller, Panasonic, Leica wie auch Sigma, arbeiten mit Hochdruck an neuen Objektivlösungen, die dann peu à peu auf den Markt kommen. Inwiefern auch kleinere und leichtere Objektive dabei sein werden, müssen wir abwarten. Wie anfangs schon gesagt, zu klein und zu leicht dürfen sie natürlich, wenn man das Gehäuse sieht, auch nicht werden. Und natürlich kann man, wenn man nicht zu sehr auf die Größe und das Gewicht eines Objektives schauen muss, eine deutlich bessere Abbildungsleistung konstruieren. Und das entspricht dann wieder ganz dem Motto Vollformat ohne Kompromisse, was Panasonic aufgerufen hat. Für wen lohnt sich also die Panasonic S1 Serie? Ich würde sagen, sie lohnt sich für den Fotografen, der eine Systemkamera haben möchte, vollgestopft mit der neuesten Technik, die gerade verfügbar ist, gerade auch was den Videobereich anbetrifft, aber auch für den Fotografen, der auf die Größe und die Robustheit einer Spiegelreflexkamera nicht verzichten möchte, denn diese findet er bei der S1 Serie absolut wieder. Um aber zum echten Verkaufsschlager zu werden, muss das System um Panasonic, Leica und
Sigma natürlich noch weitere L-Optiken nachlegen, aber die sind ja alle geplant und dann, das wird alles kommen in Zukunft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dieses Video sollte nur ein kleines Vorstellungsvideo sein. Man konnte jetzt natürlich nicht alle Vor- und Nachteile ins kleinste Detail verfolgen. Wenn ihr aber zu dieser, wie auch zu allen anderen Kameras Fragen habt oder zum passenden Zubehör, kommt jederzeit in einem von unseren Fachgeschäften vorbei. Wir beraten euch gerne. Vielen lieben Dank.